Fall. Jackson County. Dann sind wir bald in Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. So wie es aussieht, sind Monate vergangen, ne? Junge, junge Mann. Henry ist tot, Sam ist tot. Das ist ein tragisches Ende. Echt krass. Es regnet. Die Bäume sind gelb. Ich vermute einfach mal, es ist Herbst mittlerweile. Nicht mehr Sommer. Ja, so viel dazu. Wenigstens ein bisschen. Wir folgen dem Fluss, dann kommen wir direkt zu Tommy. Ja, komm. Wir folgen dem Fluss. Willst du da runterspringen? Ach, da lang. Hier ist wenigstens noch alles Natur. Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich's doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. Und darum war er bei den Fireflies. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es bei eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Puh. Und der soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja, ob mit oder ohne ihn, wir schaffen das. Gehen wir weiter. Gut. Ich glaube, hier sind keine Runner oder Klicker. Sieht alles so friedlich aus. Richtig schön idyllisch. Einfach hier jetzt Zelt auspacken und hier bleiben. Das wäre das Beste. Aber wir müssen ja Ellie zu den Fireflies bringen. Junge, Junge, Mann, echt. Das mit Sam, das ist schon. Henry. Aber es scheint wirklich Monate vergangen zu sein. Sie haben neue Klamotten an. Laufen hier durch die Einöde. Und verlieren kein Wort mehr über die beiden. Also ist es lange her. Wow, was ist das? Was du siehst, ist ein altes Wasserkraftwerk. Ein Wasser-was? Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Hey, ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Okay. Wie kommen wir darüber? Es gibt immer einen Weg. Das Rad. Okay. Drei. Noch einmal. So. Tja, das war die Hälfte. Wenn wir das andere hochkriegen, kommen wir rüber. Gute Idee. Wie wär's, wenn du rüberschwimmst? Echt. Jetzt da lang. Naja, gut. Dann lass mal überlegen. Ab ins kühle Nass. Ich überleg mir was. Warte hier. Okay.
mal darüber schwimmen. Keine Chance. Die Strömung ist zu stark. Ja. Also gut. Schauen wir uns mal um. Was haben wir denn da? Nochmal auftauchen. Okay. Dann schauen wir uns mal das an, was da ist. Hä? Jetzt aber. Komm schon. Was haben wir denn da? Aha. Ja. Okay, Ellie, du musst jetzt... Ich weiß. Steig auf die Scheißpalette. Ja. Los. Auf mit dir. Gutes Mädchen. Halt dich fest. Wo bring ich dich bloß hin? Ah, da. Lass das Geländer kaputt. Okay. Und hoch mit dir. Und jetzt... Dreh an dem Zauberring. Na los, dreh das Ding. Hep. Danke. Hey, sei vorsichtig da drauf. Na klar. Teamwork. Gut. Yeah. Moment mal. Hier ist ein Zelt. Ah, Klebeband. Wenigstens etwas. Kommen wir hier hoch? Tatsächlich. Hier scheint es weiter zu gehen. Aber wir gehen uns mal umschauen. Hier hoch. Vielleicht gibt es ja hier auch noch irgendetwas. Diesem Werk. Fässer und Kisten. Oh, ich hab Hunger. Ich weiß, hab ich auch. Das nächste Eichhörnchen muss man glauben. Noch ein Stück weiter und dann besorgen wir was zu essen. Gut, wenn ich verhungere, ist das deine Schuld. Sei nicht so frech. Okay. Hier gibt's nichts mehr. Oh, ein Bagger. Schon mal sowas gesehen? Gehen wir rein? Außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Toll, hä? Na toll. Und in der Fabrik lauern bestimmt Klicker und Runner. Den hast du nicht gesehen. Oh, schau an, was habe ich gefunden. Ups. Okay. So, jetzt gehen wir mal gucken. Wir haben jetzt schon einen Haufen Pillen gesammelt. 90. Da würde ich mal unsere schwankende Waffe verbessern. Oder Messermeister. Vor Klicker retten ist besser. Wird es vielleicht ein bisschen einfacher für mich. Na, ja, schau an. Geht so das Tor auf? Ah, eine Karte. Aha. Eine Karte des Kraftwerks.
Oh. Ich doch mit. Das auch, das auch. Noch was? Fensterscheiben, Fenster, ja. Scherben. Oh, was ist das denn? Eine Magnum. Hat wohl dem Wachmann gehört. El Diablo. Cool. X-Zielrohr benutzen. Hä? Was ist, Ellie? Einen Weg nach drinnen gefunden? Ah, vielleicht geht's auch ganz normal auf. Wag es ja nicht, die Waffe zu ziehen. Pistole weg, sofort! Ellie, tu, was die Dame sagt. Okay. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Sie sind okay. Was, du kennst die beiden? Ihn kenne ich. Du bist mein verdammter Bruder. Tommy? Oh Mann, scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt. Ja. Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Wart's ab, das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am, danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Ellie, richtig? Ja. Was führt dich her? Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Hunger? Und wie? Falscher Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gab. Wir kriegen das wieder hin. Oh, Mann. Ihr habt hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Pferde. Transportmittel, hä? Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wäre klasse. Hm? So. Gutes Pferd. Hey, danke, Tommy. Kein Ding. Okay, weiter mit der Führung. Oh? Ja? Was machst du hier? Solltest du nicht heute Morgen zurück? Ich warte auf Hauser und die anderen, die mich ablösen. Oh, wir kommen klar, du. Du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden. Ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. Richtig friedlich hier. Bin ich gar nicht gewohnt von dem Game. Na, dann gehen wir mal rein. Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Steve bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Das ist das sechste Mal, dass sie es mit diesen Turbinen versuchen. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Ich hab da was für dich. Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das. Ein Bild.
Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Oh Mann. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sagte, nimm es. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Hm. Er will das Bild nicht haben, hä? Es schmerzt ihn noch zu sehr. Richtig cool, dass diese Geschichte doch noch so richtig ausgebaut wird. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Na, wir tun es. Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun, wenn das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Hey, ein Hund. Na, Kleiner? Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Ja, braver Hund. Aber er ist wie ein Freund. Das Ding ist eine Festung. Sie sollten eigentlich hier bleiben. Hier sind sie sicher. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Wir glauben, es klappt diesmal. Na, glaubst du uns nicht? Ich habe nichts gesagt. Ich wette um eine Million, es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Wenn er hält, Vorsicht. Dann mal schauen, okay, ob der schafft. Absenken, langsam. Langsam ab. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Sind wir fertig? Nur noch einen Moment. Okay, und das war's. Fertig? Mach schon, drück drauf. Es geht los. Jetzt bin ich gespannt. Oh, Licht. Gut gemacht, Jungs. Wahnsinn. Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln. Na, siehst du? Ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Gute Truppe seid ihr hier. Ja, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Ich schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfach Ausrüstung. Und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, noch mal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein.
Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich? So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Oh, oh. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja. Na toll. Mist, Räuber! Haltet sie auf! Lass sie nicht ins Gebäude! Wir müssen uns zahlen! Und tschüss, mein Freund. Vorsicht! Das gibt es doch nicht. Gut. Mist, ich brauche Munition. Keine Moon mehr. Verdammte Banditen. Denn da? Ein Rohr. Das nehme ich doch mit. Jawohl, Munition. Sehr gut. Was? Mist, ich muss nach oben. Maul! Da! Bleib liegen! Komm, 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 komm! Tommy, schieß! Los! Okay. Okay, okay. Das war ein glatter Headshot. Arschloch. Und das auch. Das wirst du fühlen. Was? Er lebt noch. Gut. Weiter. Nachladen. Oh Mist. Shit, Mann. Die haben alle umgebracht. Verdammte Dreckschweine, ich. Wo steckst du? Na los. Zeig dich. Scheiße. Was ist das denn für ein Honky Tonky? Da! Da! Und da! Danke. Gib mir deine Stange. Könnt ihr etwas sehen? Da sind sie. Los, schnell zur Brücke! Räuber, sie kommen ins Gebäude. Kommt ihr irgendwie raus? Nein, keine Chance. Wir kommen zu euch. Bleibt nur... Sie sind hier, Ellie. Eine Axt! Maria! Oh, verdammt! Wo sind sie? Ja, yeah. Ich nehme jetzt die Axt.